Ja, hallo zusammen. Die nächsten Videos beschäftigen sich mit den quadratischen Gleichungen. Die quadratischen Gleichungen unterteile ich jetzt in rein quadratische Gleichungen und allgemeine quadratische Gleichungen. Ihr seht an der Stelle auch schon den Unterschied. Bei den rein quadratischen Gleichungen habt ihr nämlich nur einmal ein x² dastehen. Natürlich könnte hier vorne auch eine Zahl stehen, aber das Wichtige daran, es ist nur das x mit Quadrat. Im Gegensatz zur allgemeinen quadratischen Gleichung, hier ist ein x mit dabei, ohne ein Quadrat. Deshalb spricht man an der Stelle auch von gemischt quadratischen Gleichungen, weil eben ein gemischter Term dabei ist, also mit x Quadrat und einem x. In diesem Video hier soll es jetzt aber nur um die rein quadratischen Gleichungen gehen und da würden wir uns jetzt anschauen, wie diese rein quadratischen Gleichungen zu lösen sind. Gut, dann gehen wir von unserem Beispiel, das ich gerade eben in der anderen Folie noch hatte, gehen wir aus. Und dieses x² plus 3 ist gleich 19 soll jetzt unsere rein quadratische Gleichung sein, die wir lösen wollen. Rechts daneben werde ich dann die allgemeinen Schritte noch mit dazu nehmen. So, jetzt ist es so, dass dieses x² plus 3 ist gleich 19. Das erfordert jetzt an der Stelle natürlich noch einmal ein Umformen, und zwar von dieser plus 3, die muss natürlich rüber auf die andere Seite. Denn eine rein quadratische Gleichung lässt sich immer dann lösen, wenn sie dasteht als x² ist gleich irgendeine Zahl. Dieses Umformen ist natürlich an der Stelle mit minus 3 durchzuführen. Dann haben wir jetzt die Form dastehen, x² ist gleich 16. Und jetzt eben auf der anderen Seite bei den allgemeinen Schritten, so sieht eine rein quadratische Gleichung im Allgemeinen aus, x² ist gleich irgendeine Zahl a. Um eine rein quadratische Gleichung jetzt aber lösen zu können, müssen wir an der Stelle das x² natürlich zu einem normalen x machen, also eliminieren, ja, das Quadrat. Und das erreichen wir, indem wir die Wurzel aus dem Ganzen ziehen. Wenn wir jetzt aber die Wurzel ziehen, ich hoffe, ihr erinnert euch daran, an das Thema mit den reellen Zahlen und eben dem Wurzelziehen, dass beim Ziehen von Wurzeln, dass das eigentlich, auch wenn ich es jetzt so hinschreibe, eigentlich keine Äquivalenzumformung ist. Denn auf der rechten Seite, aus der 16, da kann ich die Wurzel ziehen, das ist die 4. Aber eigentlich ist es so, dass wenn ich mir überlege, welches x muss ich denn bei x² einsetzen, damit ich 16 erhalte, dann ist es eben nicht nur die 4, sondern der Betrag von 4. Denn es gibt ja zwei Möglichkeiten, für x eine Zahl einzusetzen, sodass 16 rauskommt, nämlich x gleich minus 4 oder x gleich 4. Also für beide Zahlen ist es so, für minus 4, wenn ich minus 4 einsetze in mein x², dann ergibt es minus 4 in Klammern zum Quadrat, also 16. Und für die 4 natürlich ganz genauso. Das heißt, bei solchen Aufgaben habe ich, wenn ich die Wurzel dann anschließend gezogen habe, muss ich beachten, dass es zwei richtige Lösungen gibt. Also habe ich hier eine Lösungsmenge mit zwei Zahlen, mit minus 4 und 4. Für die allgemeine Version hier drüben heißt es dann also, wenn ich hier an der Stelle auch wieder die Wurzel ziehe, kriege ich hier den Betrag von x und das ist meine Wurzel aus a. Will ich das jetzt also als ganz normales x hinschreiben, erhalte ich auch hier zwei Lösungen. Mein x ist einmal die negative Wurzel aus a oder die positive Wurzel aus a. Also auch hier erhalte ich in meiner Lösungsmenge zwei Elemente, minus die Wurzel aus a und eben die positive Wurzel aus a. Um das jetzt nochmal ein bisschen einzuüben, machen wir ein weiteres Beispiel. Bei dem Beispiel ist nochmal eine Umformung vorweggeschaltet. Also ein Beispiel zum auch selber mal durchführen nochmal. So, dieses weitere Übungsbeispiel soll jetzt das Lösen dieser rein quadratischen Gleichung sein. 2x² minus 8 ist gleich minus 4. Wer jetzt möchte, kann an der Stelle auch wieder Pause drücken und dann anschließend den Lösungsweg mit meinem vergleichen. Also an der Stelle jetzt Pause, wenn ihr möchtet.
Gut, die ersten Schritte, die jetzt kommen, sind wieder erstmal auf die Form bringen, dass x² ist gleich irgendeine Zahl da steht. Das heißt, hier im ersten Schritt plus 8, dann bleibt 2x² ist gleich 4 stehen. Anschließend durch 2 teilen. Und ich habe genau diese Form, die ich haben möchte, x² ist gleich 2. So, und jetzt als letzter Schritt die Wurzel ziehen. Und jetzt wieder beachten. Wenn ich die Wurzel ziehe, habe ich hier den Betrag von x ist gleich 2. Also die Wurzel aus 2. Und daraus folgt, dass ich zwei Lösungen erhalte, nämlich die negative Wurzel aus 2 oder als andere Lösungsmöglichkeit die positive Wurzel aus 2. Ich notiere noch meine Lösungsmenge und bin an der Stelle dann mit dieser rein quadratischen Gleichung fertig. So, das soll es zu den rein quadratischen Gleichungen hier gewesen sein. Im weiteren Verlauf wird es dann ein neues Video geben, das sich dann mit der allgemeinen Form der quadratischen Gleichung beschäftigt und vor allem, wie ich diese Gleichungen lösen kann. Bis dann!